Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, dem Dragodia Kreativmod Bauprojekt mit ein bisschen Rollenspiel, mit ein bisschen Adventure. Und ja, ihr könnt gerne mitmachen, ihr könnt gerne ein bisschen mitentscheiden. Und ja, wir sind hier an einem schönen Spawn. Ist das eine Insel? Sieht aus wie eine Insel, cool. Ich markiere aber kurz hier mal. Oh, das ist jetzt gerade ein bisschen anders als auf der Java-Edition. Ich habe ja immer Java-Edition genutzt und jetzt, da wir ein bisschen Abstürze haben, so, habe ich natürlich jetzt ein bisschen eher die Version genommen, die nicht abstürzt, hoffentlich. Jo, also schauen wir kurz die Welt an und ich möchte mich ein bisschen, ja, schnell halten. Nee, es ist wirklich nicht eine Insel, ist gut. Ich hätte jetzt gedacht, ja, wir können so eine Tutorial-Insel machen, ist ja klar, hier ein bisschen können wir ein paar Sachen machen. Hier hätte ich gerne irgendwas gebaut, was wirklich das die Story so beginnt. Und ja, beginnen wir eigentlich hier vorne. Ich weiß nicht genau, wenn man die Welt weitergibt, hier wird man sicher irgendwo finden. Ich bin jetzt eben neu in der Windows 10 bzw. Bedrock-Version. Und ja, dann kann ich euch die sharen. Und ihr könnt dann vielleicht auch weiterbauen oder ein paar Ideen sammeln. So, hier sind überall Plus versteckt und damit kann man irgendwelche Menüs aufmachen, genau, und noch weitere Gegenstände finden. Soweit ich weiß, ist, glaube ich, die Bedrock-Version gleich oder vielleicht ein bisschen weiter oder ein bisschen weniger weit. Das ist geil da drüben. Und ja, ich denke, ich mache mal einen Dock mit euch zusammen. Das muss aber ein bisschen tiefer sein. Vielleicht nehme ich da ein bisschen Stein weg oder so. Also, zuerst brauchen wir mal ein paar Stützen. Da haben wir zum Beispiel Schwarzeichenstützen, die sehen ein bisschen cooler aus. Säulen vor allem, also Holz. Rinde. Holz. Und die muss ich jetzt auch gerade finden. Zu welchem Plus gehört? Holzstämme, genau. Das ist das Wort. Vielleicht hier, nein, das sind einfach nur Treppen. Ja, es ist ein bisschen schwieriger für den Anfang, aber das schaffen wir schon. Ich habe ja viel gebaut. Und ich bin immer noch ein bisschen, also einer, der sagt, ja, ich gebe mir doch auch gerne Mühe, um irgendwas zu bauen. Also es wird sehr schön aussehen, hoffentlich. Oder auch nur schön, aber hoffentlich nicht hässlich. Sonst einfach sagen wir. Und ich finde wirklich Holzstämme nicht. Okay. Aber es gibt Holzstämme scheinbar. Gut, dann habe ich nicht abgesägte. Nein, ich will keine abgesägte. Dann Stamm. Ja, es gibt, aber wir müssen suchen. Ich denke, ja, Fichtenstamm sieht besser aus. Und dann irgendwie ein helles Holz. Also machen wir noch Holz draus. Genau. Zum Beispiel das Kirschblütenholz für den Anfang. So ein richtiger weiblicher Noob. So eine Freundin oder so, die das erste Mal Minecraft spielt und ihr müsst es erklären. Nein, nein, natürlich. Wir wollen ja natürlich auch profihaft. Aber es sieht mega geil aus. Kirschholz. Ich wusste das gar nicht mehr so. Ja, schon, aber nicht so rot. Ja, wenn man ein bisschen 2-3 Monate Pause macht, muss man das auch ein bisschen wieder schätzen lernen und sehen lernen. Ja, Auswahl haben wir halt irgendwie nicht, oder? Da muss ich Brett reingeben. Okay, Spiel, du machst es mir ein bisschen schwieriger. Ich habe irgendwie rot gerne. Mal schauen, wie es aussieht. Ihr seid so richtig schön nobel mit einem Schiff angekommen und habt jetzt das geilste Abenteuer vor euch. Man läuft geradeaus und hat nichts. Keinen Gegner, keine Geschichte, nichts. ja, schwarz Einholz, wie gesagt, aber es passt nicht so, weil es nicht so kontrastmäßig ist. Ja, ich denke, Eichenholzbrett würde meist passen. Also wir probieren jetzt mal. Ja, da muss ich aber Half-Steps nehmen.
Also Stuf, ja, direkt mal Stufen. So, meine Docks sollten nicht zu dick sein, sonst sieht es so richtig stabil aus. Das sollte nicht sein. Also wir müssen eigentlich das hier oben machen, dass es nicht so abgehoben aussieht. Ja. Immer schön denken, bevor man baut, sonst baut man Mist. Und hat so das Gefühl, ja, man hat einfach nicht so Motivation. Ist das der Fisch gewesen, der gerade verblutet hat? Oder sind das meine Füße? Können wir mal kurz abmessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Machen wir 12. Oder machen wir einmal, wir machen 12 plus den 13. Es gibt sehr viel Glück. Und dann die Säule. Ja, das Gras ist so weg. So, was habe ich so gedacht? Ich will schon ziemlich viel mit Magie oder so machen, aber es auch sehr realistisch machen. Ihr kennt es wahrscheinlich, die meisten Aufrufe geben so Mittelalter, aber jetzt möchte ich nicht unbedingt eine, ja, Mittelaltergeschichte machen, sondern etwas Neues erfinden, oder? Drei machen wir alle fünf oder so, alle drei. Und das heißt alle vier, ja, fünf Blöcke. Genau. Ja, sieht vielleicht ein bisschen zu viel aus. Machen wir doch doppelt so viel. Das ist jetzt okay. Es ist irgendwie wie anders einfach. Java Edition ist irgendwie einfach vom Spielgefühl ein bisschen langsamer. Habe ich so das Gefühl. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alle sieben Blöcke. Eine Säule. Ich habe ja schon mal vor 2 Jahren ungefähr oder so mal so ein Bauprojekt gemacht, das ja leider auch mit ja, technischen Problemen und so ein bisschen ja, weg war. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das reicht, das geht auf. Jo, super. Dann müssen wir einfach den Bl und wir können direkt nach oben machen. Ja, aber nicht so nah. Also einer weg. Kohle muss sowieso weg. Das sieht nicht so gut aus. Doch, den Schein kann man kopieren, ja. Also. So. Haben wir mal das. Es kann für euch natürlich ein bisschen langweilig wirken am Anfang, aber eben, ich gebe mir auch Mühe. Ich möchte ein bisschen Abwechslung sein. Ich möchte euer Feedback auch wirklich annehmen. Und es soll ja auch sehr realistisch aussehen und so. Es wird vielleicht nicht gerade so mega Harry Potter, mega Magie sein, aber vor allem optisch. Manchmal ein paar Sachen. Ah, schön, dass der Zombie schon hier ist. Und ist das eigentlich hier? Eine Biene. Nein, ein Küken. Boah, es ist ein bisschen noch schwer, alles zu erkennen. Vielleicht kann ich da noch irgendwas einstellen. Auf Entfernung sieht es mir wahrscheinlich wegen Bitmap, weil man das hier nicht ausstellen kann, scheinbar. So, also, ich muss jetzt hier, denke ich mal, höhere bauen. Also, da brauchen wir die Half-Steps, aber ja. Ich glaube, ich nehme hier die roten. Das sieht dann auch ein bisschen spezieller aus. Und ich bin ja ein Asia-Fan, ich bin ja aber nicht unbedingt derjenige, der wirklich Asia immer bauen möchte. Also werde ich wahrscheinlich einfach so Ninja-ähnliche oder Assassinen-ähnliche Bauten manchmal machen, dass ihr auch im Jump'n'Run ein bisschen Spaß habt. Je nachdem. Sieht sehr lustig aus. Es sieht fast mir ein bisschen komisch aus. Weil sonst muss ich die Brücke hier oben machen, dass ich die Zäune platzieren kann. Ja. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich habe so noch nie so ein Dock gemacht mit zwei Seiten, aber sieht schon zum Laufen gut aus. Aber ich müsste das wie abwechseln. Wenn es eins höher ist, sieht es ja auch nicht gut aus. Also, ich muss ein bisschen nachdenken. Also, wenn ihr hier zum Beispiel spawnt oder hier ich das Bett irgendwie platziere, dann, oder wir lassen euch dort oben spawnen.
Und das Dock zeigt einfach, dass ihr irgendwie hier angekommen seid. Ich kann auch ein Schiff bauen. Aber das Dock ist für mich irgendwie wie noch nicht ganz so. Ja, genau das, was ihr halt haben wollt am Anfang. Müsst ihr auch ein bisschen belohnen werden später und ja, so ein bisschen rustikal haben. Ich kann es natürlich immer auch ein bisschen kaputt designen. Also ich könnte hier vorne mal so zwei wegmachen. Hier einen wegmachen. Und hier drüben zwei. Mache ich eins hier wieder weg. Dann mache ich ganz so hier weg. So. Dann habt ihr so ein Dock, aber mir gefällt einfach das nicht. Wenn es gerade wäre, ja. Also müssen wir das eigentlich gerade machen. Okay. Ist besser, als jetzt gerade einfach so zu sagen, ja, wir machen es doch ein bisschen abgehobener. Ich werde gerade kurz gestört. Nur kurz mal weg. So. So, schon wieder da. Ich wurde wieder beschenkt und mit Süßigkeiten. Das ist gut, wenn man ein bisschen Leute hat, die ein bisschen auf die Figur achten, kann ich immer Süßigkeiten abfarmen. Hä? Ja, so richtig farmen, wie vom Gegner. Gegner-Drops. Habe ich hier irgendwas platziert? Ja. So. Sehr gut. Ja. Ist sehr speziell jetzt gerade der Anfang, aber ich bin so voller Vorfreude, dass ich da eigentlich ziemlich. Ich mach mal hier eins so drüben. Jetzt würde das geflickt worden sein. Ihr müsst ja auch ein bisschen für Lebendigkeit müsst ihr auch ein bisschen ja zeigen, dass die Bewohner oder so. Oh, da ist ein Dreizack-Heini. Ein Trunkener. Hallo. Guten Tag. Ich bin der Neue. Ich bin ein Ninja. Ich mach das gut, ja. Du auch. Ja, aber bitte nicht treffen an die Leute, die hier spawnen. Das sind ganz arme Noobs sonst. So eine Absperrung. Was wäre cool für eine Absperrung? Das dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. So, Laterne, komm. Und bitte nicht mit Caps. Ich mag Caps nicht. Genau. Laterne. Laternen sind eigentlich wichtig fürs Ambiente. Weil ihr ja, jo, ich weiß nicht, wie viele Laternen ihr craftet im Singleplayer. Aber dass es so ein bisschen aussieht, als würdet ihr doch ein bisschen etwas mehr haben. Ich mache es jetzt nur auf einer Seite. Ich denke, die andere Seite macht es jetzt hier auch nicht nötig. Weil so doppelt gemoppelt, jo, kann dann auch nicht gerade so gut sein. So, jetzt brauchen wir Stufen. Und da müssen wir wieder speziell schauen, was macht es harmonischer, also irgendwie ja, Treppe, ja. Genau. Stufen sind ja eigentlich nur die Half-Steps. Aber ich nenne es immer Half-Steps. So, wollte, dass ihr da ein bisschen etwas ändert von der ja, Ähnlichkeit, also nicht gerade ähnlich macht wie Steinhintergrund oder Steinboden. Ich würde fast so bemooste Steinziegel machen. Ich mache aber eher Koppel am Anfang, also nur damit ihr seht, das ist nicht gerade eine Luxusinsel, das ist eher so ein alter Piratenaußenposten. Sonstiges. Ja, das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Bisschen abwechseln natürlich noch. Das mal so. Dann habt ihr hier ein bisschen geradeaus und dann geht es dort bei der Säule nach oben. Am besten nicht gerade dort. Und hier ist es auch wichtig, uneben zu machen. Also wir machen, nehmen mal, nein, die Stufen. Die hier. Dann nehmen wir natürlich die anderen Stufen. Wir nehmen normal Cobblestone-Stufen.
Wie sagt man so schön, so 3 bis 4 Schieneblöcke reichen völlig aus. Das sieht sonst einfach nur zu viel aus, too much, oder? Dann habt ihr das Gefühl, ihr seid irgendwo in einem Kinderparadies, aber nicht gerade in einer realistischen Welt. Ja, und ich habe so das Gefühl, es ist natürlich auch ziemlich schwer, dann immer dran zu bleiben, zu sagen, ja, wir haben das, wir lassen das so. Also eine Welt sollte halt wirklich wachsen. Und das muss ich eigentlich immer bedenken. Fertig, ja, fertig bauen alles, ist ein bisschen schwer, als ihr denkt. So, wir müssen einfach hier hochkommen und deshalb müssen wir die Blöcke so platzieren, dass wir auch hochkommen. Also ich denke auf jeden Fall hier eher. Es muss wirklich zeigen, dass ihr da auch hochkommen könnt. So. Hier mache ich ein bisschen mehr Mossi. Cobblestone. Hier mache ich mal keinen und dafür den weg. Ja, aber ich muss trotzdem hier irgendwie eins höher kommen. So sieht es nicht gut aus. Dann lieber so. Ihr müsst ja auch hochkommen und die Leute haben auch nicht immer hüpfen wollen. Also, ersetzen wir mal die Blöcke. So mit zum Beispiel hier einen. Hier können wir sowieso mal ein bisschen mehr. Und an Orten, wo ihr jetzt nicht unbedingt hoch wollen kommt oder mal ein bisschen abwässern oder so platzieren, dass die Blöcke zwei hoch sind, wie zum Beispiel hier, oder dass sie hier nicht hochkommt, aber hier hochkommt. Ein bisschen abwässern. Soll natürlich auch noch ein bisschen schöner aussehen als jetzt gerade. Aber ihr kennt es. Abwässerung ist der Meister. Sonst kriegt ihr es einfach nicht so schön her. Ja, auch, dass es euch gefällt. Hier ein bisschen mehr Cobblestone zum Beispiel. Und dann noch mal so ein bisschen runter vielleicht. Der noch runter. Auf jeden Fall hier 2 runter. Ja, es ist halt immer Half Step. Hier auf jeden Fall ein Cobblestone, hier ein Cobblestone. Und dann mache ich hier unter so. Genau. Dann sieht es ziemlich abenteuerlich aus. Hier hat es vielleicht ein bisschen zu viel Cobblestone. So. Hier sieht es eigentlich gut aus, aber einen Block Cobblestone hin. Hier ein Cobblestone, dafür hier wieder ein Bemooster. Und hier ein bisschen grün. Da können wir wirklich mal schauen. Es gibt halt keine Half-Step-Erde. Ja, mache ich einfach die Erde hin und ich brauche noch eine Schaufel, damit es ein bisschen besser aussieht. Ja, Schaufel auf. Netherite natürlich. Für unsere Profis. Genau. Fast ein bisschen weniger genommen. Oder dass es dort nicht so flach gedrückt. Ja, sieht gut aus. Es sieht noch gut aus. Und dann machen wir doch den Block weg. Und hier nur normale Erde. Machen wir hier noch andere Erde. Also, da müssen wir wieder hier hin. Dann müssen wir wieder auf den Erdblock irgendwo. Vielleicht auf die. Nein, nicht auf den Bruchstand, das ist kein Plus. Ich brauche doch nur diese komische Erde. Grobe Erde. Also suchen wir wieder. Kompakter Schlamm, ja, das ist alles ziemlich neu. Bin ich nicht so drin. Also grob. Ich brauche nur die grobe Erde. Dann helft mir doch zu suchen, lieber Spiel.
Du bist so richtig kompliziert noch. So, und hier unten machen wir so ein bisschen eine kleinen Abschnitt, grobe Erde. Und eine einzige, ja, Gras. Gras. Heißt es Gras oder heißt es Gras? Gras. Das krasse Gras. Denn hier könnten wir einen kleinen Baum machen. Ja, aber wir sind schwer vor. Also, nicht vor Begriff. Aber da eine richtige Art zu finden. Ihr seht's. Ich hab's halt nicht so gern, wenn es hier doppelt ist. Ein Half-Step. Eine Stufe. Ist das Deutsch auch ein bisschen kompliziert bei diesem Zeug? Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl. Ah, ich brauche Dunkel. Ja, das ist gerade sehr schwer am Anfang. Ja, seht ihr. Sieht einfach nicht gut aus. Ach, schade. Ich hätte gerne einen dünnen Baum gemacht, aber da muss ich auch noch ein bisschen lernen, das richtig zu machen. Ihr kennt wahrscheinlich ein paar YouTube-Videos, wenn ihr da irgendwie mal etwas Cooles habt, dann dürft ihr das gerne nennen. Und ja. Also, wie machen wir das? Was haben wir sonst noch hier? Also auf jeden Fall Blätter brauchen wir. Gruppenbaumblätter haben irgendwie so gelbe Punkte drin. Ja, sind einfach nicht ganz so gelb in der Java-Edition, glaube ich. Also machen wir mal Eichen. Und ich könnte es so. Nein, nein, ich mache einen. Ich will so ein bisschen neutrales Gebiet noch haben am Anfang. Und dann haben wir einfach noch halt Stämme. Dann nehmen wir doch. Normal so, nein. Also ich kann schon hier eine Palme oder so machen, aber das ist irgendwie noch ein bisschen zu früh. Die Qual der Wahl. Aber ein bisschen dunkler. Ich mische gerne, ich will ja auch neue Biome erstellen und so mit euch zusammen. Das ist einfach irgendwie. Es tut einfach nicht gerade so gut anordnen. Oder ich habe ja das volle Holz genommen, wie heißt es? Einfach noch Fichtenholz auf jeder Seite. Aber ihr seht, es passt einfach nicht so. Wenn ich jetzt hier ein bisschen Laub dazwischen mache, wie sieht denn das aus? Also ich muss unbedingt einen Stamm machen, auch wenn es nicht gerade so ja, stabil aus, also eher zu stabil aussieht, genau. So, also nochmal. So, jetzt machen wir das so, dass es ein bisschen besser aussieht. Also die zwei gehen weg. Unten Blätter würde ich nicht machen. Ich würde vielleicht sogar so machen, dass es jetzt hier oben ein bisschen dicker wird noch. Und dann habt ihr schon mal den ersten Baum. Also ich habe den ersten Baum gebaut. Ihr habt zugeschaut. Natürlich ja schön aussieht. Du hast fast ein bisschen zu viel vorne. Dann vielleicht mal hier oben noch zwei. Ja, auf jeden Fall besser. Und hier machen wir noch ein bisschen weiter. Muss ich ja da wieder richtig anordnen. Genau. So macht man einen Baum, also gar nicht mal so direkt viel Blätter hintun. Sieht besser aus. Ja, also mir gefällt schon mal der Baum. Von jeder Seite vielleicht nicht. Hier fehlt was. Hier fehlt was. Ja, auf jeden Fall so. Wieder ein Herzfunken, cool. Ja, ich bin stolz auf diesen Damm. Mache ich hier noch ein Gebüsch, hier noch ein Gebüsch.
Vielleicht andersfarbig nochmals Blätter aufmachen. Ich nehme Birken, ich will nicht dunkler. Birken, eine Art Gebüsch, dann machen wir das als grobe Erde wieder. Und hier schräg mache ich noch einen Erdblock. Und hier. Super, sieht cool aus. Hier noch ein paar Erdblöcke. Und das sieht cool aus. Wie steht es mit der Zeit? Jo, wir sind eigentlich gut gefüllt jetzt mit einem ersten Part. Viel werde ich jetzt gerade nicht mehr machen. Aber gebt mir mal ein bisschen Feedback. Jo, und eben Wünsche. Nennt Wünsche, dass es für euch dann auch sehr lohnt, es zu spielen. Und ja, ist halt eben auch noch ein Stück besser als ich. Auf jeden Fall. Habt ihr sicher auch coole Ideen. So, also, wir haben einen Dock. Jetzt machen wir hier oben eine schöne Bude. Der Held hat sozusagen vielleicht etwas übernommen. Ein Leuchtturm. Dort vorne ein Leuchtturm. Hier machen wir mal so eine Art Lagerhaus, wo einfach noch ein Bett steht. Ihr wacht da auf, seid müde von der Bootsfahrt. Das Boot machen wir dann komplett kaputt oder so. Dann wir können so ein bisschen die Segel hier aufstellen, dass es so aussieht, als würde die Segel trockenlegen. Und werden Segel überhaupt mega nass? Nein, wahrscheinlich nicht. Und vielleicht ein bisschen Holz noch reintun. Das können wir jetzt kurz mal machen. Einfach so Holzbretter, wenn wir finden. Nee. Brett. Oder dass ihr so. Also auf jeden Fall dunkles Holz und Fichtenholz. Dann sieht es so aus, als würde das so die Bretter von einem Boot sein und wir haben es. Also jemand anders hat es schon mal hingestellt, geflickt. So. Hier habe ich das Gefühl, es ist zu viel Cobblestone. Deshalb so. Sieht auch ein bisschen lustig aus, so. So, mal so ein Half-Step. Und der Koppel sieht einfach gut aus. Das ist es. Ja, so bin ich nicht zufrieden. Lieber so. Und dafür hier eigentlich gar nichts. Oder nochmals. Genau. So. Sieht hübsch aus. Und hier könnten wir mal den Stein dunkler, nein, dunkler machen. Ja, kommt aufs Gleiche, ne? Und dann hier nochmal. Es passt irgendwie nicht. So. Jo. Ist dann zu dick? Dann wechsle ich doch das mal aus. Auf jeden Fall besser. Hier müsst ihr ein bisschen ändern, eure Laufrichtung. Sehr gut. Also sieht schon sehr lebendig aus. Ich bin ein bisschen, ja, glücklich darüber. Es sieht viel lebendiger aus. Und im nächsten Part können wir eigentlich das Schiff machen und die Behausung oben vielleicht auch noch. Ich bin glücklich, dass es stabil läuft, das Spiel. Es ist eben keine Selbstverständlichkeit. Irgendwie ist Java und Windows 10 Version einfach zu schnell überfordert, auch wenn man einen guten PC hat. Man darf irgendwie die Sichtweite nicht auf 64 Chunks oder so einstellen, wie ich es einfach am Anfang gemacht habe. Bin glücklich, dass es wirklich gut funktioniert. Und dann als Schluss können wir noch eine Liane oder so machen mit einem, ja, muss ich sagen, wie schreiben. Also nur die. Was? Ingwer? Ja. Ingwer? Lilien sagen? So, wie kommen wir einfach ran können?
Und dann noch Spinnfaden. Ja. Wie man das auf Deutsch am besten nachher rausfinden muss und so. Ich spiele halt immer Englisch mit Mods. So kann man ein bisschen unsichtbar haben. Es sieht sehr, sehr, sehr offensichtlich aus. Wie kann man Lianen vom Wachstum schützen? Es wird sich wahrscheinlich sehr ausbreiten ohne die Lianen. Die werden. Wenn die Lianen oder Ranken eher zu sehr wachsen. Ja, man sieht es einfach zu sehr. Wieso ist die Grafik in Windows 10 so viel offensichtlich und auf Entfernung verschwommener? Man sieht einfach gar nicht so die Tiere von nahem gut. Oder das Skelett sieht man zum Beispiel gut wegen der Form. Aber so ein Huhn und eine Biene richtig abzuschätzen, ja, ich brauche wahrscheinlich noch ein gutes Shader-Pack, Ressource-Pack oder so, dass es wirklich gut auch sichtbar ist. Aber ich will eigentlich original auch ein bisschen nutzen. Okay, da ist Nelly, eine Leucht. Danke, Ingwer, Leuchter, danke. Also dann, ja, 31 Minuten 37, das ist eine gute Dauer, dass YouTube nicht herumzickt und es noch mega lange verarbeitet. Ja, und dann noch mehr Fackeln. Genau, müssen wir noch machen. So, ich werde jetzt mal noch warten mit der zweiten Aufnahme, weil es eventuell auch crasht. Und sobald ich da ein bisschen Zuschauer und ja, ein paar Ideen oder Tipps habe, mache ich natürlich gerne Livestreams davon. Gut, ja, danke schön fürs Schauen und ich hoffe, es hat euch gerne interessiert, ja. Und sagt einfach, wenn es euch nicht interessiert oder wenn ihr irgendwas zu sagen habt. Und vielleicht bekomme ich auch irgendwann mal Hilfe. Ihr könnt mit mir selber erstellen, ihr könnt mit mir Mods erstellen oder Datapacks und so Sachen. Und eben, dass es halt bei mir auf der Java Edition auch wieder funktioniert, vielleicht Tipps geben oder so. Ich wäre sehr dankbar natürlich. Aber auf alles andere verzichte ich gerne. Ich bin nicht so ein Let's Player und Livestreamer, der immer Werbung machen muss. Eigentlich fast gar nichts. Und wenn ich irgendwas mache, dann, wo euch nervt, dann sagt's bitte, gell? Gut, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss!